Ich habe das Gefühl, dass wenn die Menschen trinken, dass sie sich zurückentwickeln. Sie verlieren ihren aufrechten Gang, ja. Können irgendwann mal nicht mehr richtig reden. Ja. Und am Ende geht es nur darum, jemanden flach zu legen. So. Saufen, saufen, saufen. Ich mache das nie, mein Gast Sarah Farina auch nicht. Feiern kann sie trotzdem, sie ist nämlich DJ und legt auf der ganzen Welt auf. Sarah Farina, DJ und Königin des Happy Sounds. Sie lebt in Berlin. Vom Allgäu in die Clubs der Welt. Aber wenn alle anderen zu ihrer Musik rumzappeln, ist Sarah nüchtern. Kein Alkohol. Niemals. Ihre Musik? Pures Glück. Rainbow Bass. Nennt sie ihren Mix aus Bass, Jungle, Dub und Hip-Hop. Keine Ahnung, was das sein soll. Und wo entstehen diese krassen Sets? Im Bett, wo sonst? Denn da DJt es sich bekanntlich am schönsten. Sarahs coolster Move ist das. Kein Alkohol, du nimmst keine Drogen, straight edge. Wie ist das für dich? Für mich selber ist es normal, weil ich das immer so mache. Ja. Und manchmal ist es anstrengend, weil, wie du schon sagst, es ist eine Ausnahme meistens, vor allem in der Clubkultur, dass die meisten eben nicht nüchtern sind. Und wie das ja jeder kennt, wenn Leute zu betrunken sind, kann das ein bisschen anstrengend werden. Mhm. Hast du jemals getrunken oder Drogen genommen oder es mal probiert und dann festgestellt? Drogen nie. Ich war schon mal besoffen und das ist auch lustig und so. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich fand es nicht so toll, dass ich das immer machen möchte und weiß, dass ich das auch einfach nicht brauche, weil ich habe einen anderen Approach ans Weggehen. Mhm. Kommt drauf an, ob man jetzt ob man jetzt feiern möchte und sich abschießen möchte oder ob man zum Beispiel, so wie ich, weggeht, weil man wegen der Musik da ist, um neue Musik kennenzulernen. Und dann brauche ich eigentlich nichts außer ein gutes Soundsystem, einen dunklen Club und einen DJ, der im besten Fall was spielt, was mir gefällt. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Kommen manche Leute auch über die Drogen erst zur Musik? Bestimmt. Also ich habe Leute gesprochen auf Festivals, die mich gehört haben und die meinten so, oh, das war so toll und ja, ich gebe zu, ich war auf MDMA oder so und dadurch war es noch besser und dadurch haben die vielleicht das ganz anders in Erinnerung als jemand, der komplett nüchtern war, weil sie irgendwelche Farben dazu gesehen haben. Bist du verurteilt manchmal dafür, dass du keine Drogen nimmst und keinen Alkohol trinkst? Also meistens reagieren die Leute positiv. Und manchmal, das kennst du bestimmt auch, wenn du sagst, ich trinke nichts, dann fühlen die sich sofort schlecht und wollen sich irgendwie rechtfertigen. Also, aber meistens ist das, finden die das total gut und irgendwie bewundernswert, weil die meisten Leute sagen, dass sie das gar nicht schaffen könnten. Oder nicht irgendwie so sagen, ich bin nicht selbstbewusst genug, um im Club zu gehen und einfach auf der Tanzfläche zu stehen, ohne mein Bier in der Hand und mein Handy, weil sie nicht richtig loslassen können. Oft ist es dann so, dass die in ihrer eigenen Welt sind. Und es ist auch voll okay, aber ich finde es dann manchmal schwer, dann sich da reinzukommen und den Anschluss zu finden. Aber es ist auch nicht schlimm, also ich kann dann auch einfach nach Hause gehen. Genau. Ja, oder ich gehe wieder zurück in den Club und tanze einfach. Ja. Ne? Du sagst, dass man es übertreibt. Was ist denn für dich als Außenstehender ein gutes Maß? Also gut finde ich es, wenn man weiß, dass man auch ohne klarkommen kann und könnte. Und dass man einfach weiß, wie man ist, wenn man betrunken ist ne? und nicht irgendwie blöde Sachen macht, dumme Sachen macht, andere blöd anmacht oder weiß ich nicht was. Ne? Oder dem DJ ins Equipment reinfasst oder so. Und am Ende des Tages geht es einfach um die Balance, wie bei allen Sachen. Dass man irgendwie schaut, dass man einfach nicht das total übertreibt und dann auch der Körper ein Zeichen gibt, dass jetzt man vielleicht Pause machen sollte. Viele glauben ja, es ist nur ein Klischee, dass Asiaten kein Alkohol vertragen. Es ist aber wirklich so, dass einige Asiaten das Enzym, das den Alkohol abbaut, so nicht haben. Deswegen kann ich auch nichts trinken und deswegen sind andere Asiaten oft sehr schnell und sehr lange betrunken. Wie bist du dann auf DJing gekommen? Ich war schon immer Musikliebhaber. Ja. Hab immer Musik gehört und habe Gitarre und Bass gelernt und hatte auch Bands mit meinen Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin. Und das war schon immer so ein zentraler Punkt in meinem Leben. Und dann war ich mit der Schule dort fertig und war so, okay, ich muss weg hier. Ich muss raus, ich will nicht in Bayern bleiben. Ich möchte in eine Großstadt, wo die Leute offener sind
und was erleben. So, ne? Und da habe ich ein DJ-Team gehört, das, wegen denen habe ich eigentlich, die haben mich so beeinflusst und inspiriert, das waren die Sick Girls. Und da bin ich reingekommen und diese zwei krass coolen Frauen auflegen. Und die spielen diese Musik, die ich noch nie gehört habe. Boah, ich will das auch machen, was ist das denn so? Und dann bin ich von dort an immer auf deren Partys gegangen. Und dann habe ich die irgendwann mal kennengelernt. Und dann durfte ich auf deren Party spielen und so weiter. Cool. Ja. Aber es war nie ein Plan, DJ zu werden. Mhm. Ich habe nicht gesagt, ich werde DJ oder so. Ich habe gehört, du machst doch deine Sets im Bett. Ja. Das heißt, du arbeitest im Bett. Genau. Ich bin entspannt. Bevor ich in den Club gehe, kusche ich mich ins Bett ein. Weil dann mache ich es eigentlich am liebsten. Und habe meine Kopfhörer und mein Programm und dann baue ich meine Playlist zusammen und mache das so und ja. Wenn jetzt jemand wirklich sagt, finde ich voll cool, würde ich gerne machen, was für Tipps kannst du geben für den Anfang, vor allem wenn man noch nicht viel Geld hat? Gut ist es, wenn du einfach dir in deinem Musikprogramm einfach mal, weiß nicht, iTunes oder so, schaust, welche Musik mag ich, welche würde ich gerne mit Leuten teilen, packst in eine Liste. Und wichtig ist, dass man die Musik kennt, die man spielt, ja? Ja. Dass man nicht weiß, okay, ich weiß gar nicht, wie der Song nach 2 Minuten weitergeht oder so. Ja. Also ich meine, so ein DJ-Programm kostet nicht so viel von Traktor, Native Instruments heißt das. Das kann man sich auch teilen mit Freunden und dann erstmal schauen. Eine gute Idee. Ja, zu zweit macht es eh mehr Spaß. Ja, kann man sich gegenseitig. Ja, Tutorials anschauen, welche Möglichkeiten gibt es. Also. Ich habe jetzt keine typische Problemzone gehabt, so bestimmt so ein bisschen mal, wenn man in die Pubertät kommt und Körper verändert sich. Hat man immer irgendwas. Genau, hat jeder. Aber bei mir waren das vor allem meine Haare, meine Hautfarbe, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, ich bin anders als die anderen, aber ich habe das auf eine negative Art und Weise auch gemerkt. Klar, es gibt Leute, die denken so, oh, deine Haare sind so toll und fassen dann einfach rein, ohne zu fragen. Und gerade wenn man jünger ist, findet es mir eigentlich immer doof, anders zu sein. Und wenn dann jemand deine Haare, selbst wenn er sagt, boah, sind deine Haare toll, aber darf ich mal anfassen, dann ist das ja so, die sind so verrückt, ich muss das mal anfassen, weil das kann ja gar nicht sein. Bitte einfach mach so. Das nicht. Ja, mach das nicht. Lass das einfach nicht, Menschen einfach in die Haare fassen. Ja, nicht nur in die Haare. Einfach oder generell anfassen, am besten ohne kennst, zu fragen. Wenn du jemanden nicht kennst, fass ihn nicht hier in dem Bereich an, weil das macht man einfach nicht. Nächsten Donnerstag geht es weiter bei Auf Klo, deswegen abonnieren nicht vergessen. Hier legt jetzt Sarah Farina auf, live auf Klo.